Halt, halt. Was da an Begriffen, an Plänen, an Visionen auf die Öffentlichkeit einströmte, muss erklärt werden. Vermutlich haben die meisten Münchner die Zeitungen, wenn sie das alles überhaupt kopfschüttelnd zur Kenntnis nahmen, schnell zur Seite gelegt. Die oberste These bei Gesell lautet, die Freiwirtschaft ist der dritte Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Und was ist Freiwirtschaft? Keine Angst, es ist ganz einfach. Sie beruht auf drei Säulen. Auf dem Gedanken des Freigeldes, auf dem der Festwährung und auf dem vom Freiland. Freiland heißt, aller Grund und Boden muss wieder allen Menschen gemeinsam gehören. Wie denn? Durch Enteignung? Man kann es gewaltlos machen, friedlich. Der Staat oder die Kommune kaufen den privaten Grundbesitz einfach auf, spekulationsfrei. Wäre das nicht ziemlich teuer für den Staat? Nicht, wenn er das Land gleich wieder verpachtet. Natürlich ohne die im Kapitalismus systemimmanente Wertsteigerung ohne eigene Arbeit. Bezahlt wird mit Freigeld. Aha, Geld soll es also weiterhin geben. Als Freigeld, als Tauschmittel, das man aber nicht mehr beliebig horten oder aus dem Kreislauf herausnehmen kann. Wenn nämlich alles in Verkehr gegebene Geld auch wirklich umläuft, lässt sich seine Menge genau so regulieren, dass die Kaufkraft des Geldes wertbeständig bleibt, als Festwährung, als dritte Säule der Freiwirtschaft. Es dient also nur noch dem möglichst fließenden Austausch von Waren und Dienstleistungen. Und wie funktioniert das mit dem Rosten des Geldes? Beispielsweise durch Aufdruck von Verfallsdaten auf den Banknoten verliert es 5% im Jahr. Die Folge? Jeder Besitzer von Geld ist interessiert daran, es so schnell wie möglich loszuwerden. Die Nachfrage wird so immer mit der Umlaufgeschwindigkeit des langsam seinen Wert verlierenden Freigeldes übereinstimmen. Also das klingt, Entschuldigung, leicht befremdlich. Im Mittelalter war es gang und gäbe. Münzen wurden nach einer beschränkten Laufzeit wieder eingezogen, eingeschmolzen und neu geprägt. Und das soll alles besser sein als das, was die Marxisten wollen? Der Grundirrtum des Sozialismus liegt ja darin, dass er den Kapitalismus überhaupt nicht abschafft. Er liefert ihn nur einem allmächtigen Staatsmonopol aus und verhindert damit jeden freien Wettbewerb. Ist das leicht verständlich? Silvio Gesells gesammelte Werke, ohne die hunderte von Aufsätzen und Vorträgen, umfassen 18 Bände, nicht ganz so viel wie die von Karl Marx, aber doch eine ganze Menge. Und der Versuch, die hier kurz angerissenen Grundideen, die heute noch in wenig veränderter Form diskutiert werden, damals in München in wenigen Tagen unter die Leute zu bringen, musste wohl vergeblich bleiben, zumal die Idylle des Schaffens und Planens jäh unterbrochen wurde. Palmsonntag, 13. April 1919. Milde Temperaturen, sonnig bis 15 Grad. Nur morgens kurzer Frühlingsschauer. Erste Kuckucksrufe unweit Forsthaus Kasten. Mitten aus unserer Arbeit wurden wir im Ministerium verhaftet und sofort auf den Bahnhof gebracht. Erst durch den Kommandanten erfuhr ich, dass das Militär losgeschlagen hatte, um Ministerpräsident Hoffmann die Rückkehr nach München zu ermöglichen. Was nur in meinem Sinn lag und weswegen ich in einem Telegramm diesem die Fortsetzung meiner Arbeit anbot. Dann transportierte man uns nach Stadelheim. Doch schon wenige Stunden danach wurden wir von Räteanhängern befreit und darüber informiert, dass eine zweite Räterepublik nun unter Führung der Kommunisten ausgerufen worden war. Das konnte nur eines bedeuten: Bürgerkrieg. Unsere Arbeit war damit faktisch beendet. Da die Stadt von Truppen eingeschlossen war, saßen wir in der Falle. Doch erst am Freitag, den 2. Mai, drang die Armee in die Innenstadt ein. Es kam zu erbitterten Straßenkämpfen. Am frühen Nachmittag wurden wir in unserer Wohnung verhaftet. Am nächsten Morgen zwar wieder freigelassen, aber dann einen Tag später bei einem Spaziergang in der Nähe des Tierparks Hellerbrunn an einer Straßensperre erneut verhaftet. Soldaten hatten mich erkannt, die in mir wohl den gefährlichsten Spartakistenführer sahen, uns misshandelten und wieder nach Stadelheim schaffen ließen. Für viele Tage nun in Einzelhaft, in Zelle 169, hatte ich genügend Zeit nachzudenken und mir quälende Fragen vorzulegen.
Nein, ich war kein Bayer. Aber war das nicht ein Vorzug für einen Finanzminister? Ohne Anhang, ohne Sippe, ohne Verflechtungen, ohne Seilschaften. Braucht ein Land nicht gerade so einen Mann, der sich ohne Rücksichten zu nehmen sachlich einstellt und der ohne nach links oder rechts zu schielen den geraden Weg geht? Sprecherlaubnis. In den ersten Wochen strikt abgelehnt. Bis ich eines Tages in das Vernehmungszimmer geführt wurde. Staatsanwalt Hahn, ich bin dabei, die Anklage gegen Sie vor dem Standgericht vorzubereiten, wegen Hochverrat. Hochverrat? Worauf die Todesstrafe stehen kann, das nur zu Ihrer Unterrichtung. Im Übrigen dürfen Sie ab morgen den Besuch eines Rechtsanwaltes Ihrer Wahl empfangen. Sie meinen, ich brauche jetzt einen Verteidiger? Allerdings. Ich habe hier zwei belastende Dokumente. Einmal die Kopie eines Telegramms an die Deutsche Reichsbank in Berlin vom 12. April und zum anderen die von Ihnen veranlasste Publikation in den Münchner Neuesten Nachrichten. Nehmen Sie sie bitte zur Hand. Erkennen Sie Ihre Authentizität an? Ja, natürlich. Aber Hochverrat? Ich verstehe nicht. Ich darf den Text verlesen. Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen der Räterepublik Bayern und der Reichsregierung stellt uns vor die Frage, ob wir auch in Bezug auf die Währung selbstständig vorgehen sollten. Die Übertragung des diplomatischen Drucks auf das Geldwesen würde einen Wiederanschluss in beklagenswerter Weise erschweren. Ich will mit durchgreifenden Mitteln die Währung sanieren. Verlasse die systemlose Papiergeldwirtschaft, gehe zur absoluten Währung über und bitte um Bekanntgabe Ihrer Stellungnahme. Gezeichnet Silvio Gesell, Volksbeauftragter der Räterepublik Bayern für das Finanzwesen. Ich werde nach § 81 Strafgesetzbuch gegen Sie Anklage wegen der Vorbereitung eines Verbrechens des Hochverrats erheben. Ein Schockerlebnis am Morgen des 5. Juni zeigte Gesell, wie gefährlich die Lage für ihn selbst zu sein schien. Fast unter meiner Zelle fand auf dem Hof die Erschießung von Eugen Leviné statt, einem Führer des zweiten Räteputsches. Vertreter der Anklage, der die Todesstrafe gegen ihn durchgesetzt hat, derselbe Staatsanwalt Hahn, der auch für den Prozess gegen mich zuständig war. Erst als sich dieser Staatsanwalt Hahn bequemte, den Antrag meines Rechtsanwaltes auf vorläufige Freisetzung gegen Kaution zu behandeln, durfte ich von Freunden besucht werden. Zur Erbauung brachte mir einer den Kaufmann von Venedig mit, von Shakespeare. Und mit Rotstift hatte er ein Zitat angestrichen. Dies ist der Narr, der Geld umsonst auslieh. Acht auf ihn, Schließer. Es schlägt der Blitz befreiender Gedanken krachend in Mammons Tempel ein. Im Ernst. Es ist der Zins und Zinseszins, der unsere Welt belastet. Nehmen wir zum Beispiel einen jungen Handwerksmeister, der sich selbstständig machen will. Dazu braucht er Kapital. Sagen wir 30.000. Und er findet jemand, der ihm den Betrag leiht, zu einem mäßigen Zinssatz, keineswegs Wucher, 7%. Das wären 2.100 pro Jahr. Und nach 10 Jahren wäre die ursprüngliche Schuld immer noch unangetastet. Nun, in der Praxis macht man so etwas nicht ohne Tilgung. Doch die würde ihn immer noch pro Jahr mit 4.100 belasten, bis er nach 10 Jahren schuldenfrei wäre. Was immer noch eine Menge ist. Die der Geldbesitzer ohne Arbeit als Gewinn kassiert. Ja, wenn man so eine Summe zinsfrei bekommen würde, wie beim Kaufmann von Venedig. Eben. Dies ist der närrische Gesell, dass keiner ein Geschäft draus macht. Das ist mein Ziel und soll es bleiben. Im Ernst. Wenn keiner mehr am Zins verdienen kann, werden alle Produkte billiger. Denn natürlich muss unser Handwerksmeister seine Unkosten über den Preis wieder reinholen. Das gilt im Großen für die gesamte Volkswirtschaft. Auch wer keinen Pfennig Schulden hat, wer bei unserem Meister eine Ware oder Leistung bezieht, zahlt Zinsen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Auf lange Sicht kann durch die Verminderung des Zinsanteils in den Preisen die Mehrzahl der Menschen ihren Lebensstandard verdoppeln. Ganz zu schweigen von der drastischen Reduzierung der Arbeitszeit. Aber man sollte auch die Kehrseite der Medaille betrachten. Wie man sorgenfrei und glücklich und ohne Arbeit auf Kosten seiner Mitmenschen leben kann?
Stellen wir uns einen normalen Zeitgenossen vor, der ein bisschen Glück hatte, eine kleine Erbschaft, der sich ausgerechnet hat, mit 20.000 pro Jahr komme ich ganz gut zurecht. Wie hoch müsste das Grundkapital sein bei vernünftigen 6% Zins? Unter 350.000. Keine kleine Summe, aber sicher auch kein Riesenbatzen, der jedoch durch den Zinseffekt komplett erhalten bleibt. Jetzt verstehen Sie, wo ungefähr die untere Grenze zur Gewinnerseite liegen könnte. Und es gibt Leute, die darüber liegen, die reicher werden, bei denen sich der Besitz durch Zinseszins zunehmend vergrößert. Da beginnt man diejenigen zu verstehen, die von Enteignung reden, vom Sozialismus. Aber brauchen wir dafür wirklich eine blutige Revolution? Nein. Wir brauchen ein anderes Geldsystem. Denn unseres hat noch einen weiteren Nachteil. Um den unermesslich hohen und sich ständig steigenden Gesamtzins zu bezahlen, der in verschleierter Form auf unserer Volkswirtschaft, auf Staat und Kommunen lastet, muss diese Jahr für Jahr weiter wachsen. 2%, 3, 4, 5%. Sonst bricht alles zusammen. Es bleibt bei Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit und Verarmung immer größer werdender Bevölkerungskreise. Und wie ist es bei Mutter Natur? Da gibt es nur gesundes Wachstum, in Grenzen. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Jetzt haben Sie verstanden. Die Menschheit kann sich diesen Kapitalismus nicht mehr leisten. Sie stirbt an ihm. In den ersten Julitagen hatte die Zahlung einer hohen Kaution durch Freunde und Anhänger Staatsanwalt Hahn endlich bewogen, sich einer Haftverschonung nicht mehr zu verschließen. Zugleich wurde der Termin für die Verhandlung festgesetzt. Mittwoch, 9. Juli 1919, Wetteramt München. Lufttemperatur 7 Uhr früh 12,5 Grad. Höchsttemperatur mittags 15 Grad. Windstärke 5, Südwest nachlassend. Niederschlag 37 mm. Bei Wind und Regen auf dem Weg zum Gericht. Bevor wir die Trambahn in die Au bestiegen, begegneten wir am Sendlinger Torplatz dem Mann, der meine Verteidigungsrede an einem Werbestand verkaufte. Silvio Gesell, Finanzminister der Räterepublik, seine Verteidigung vor dem Standgericht. Klang gut in meinen Ohren. Ob einige der herumstehenden Passanten mich erkannten? Ich weiß es nicht. Vielleicht erregte ein großer roter Fleck auf dem Pflaster, der an Blut erinnerte, größere Aufmerksamkeit als meine kleine Schrift, die erst Stunden vorher aus der Druckerei ausgeliefert worden war. Beim Aussteigen an der Haltestelle im Anblick der Kirche Maria Hilf wirkte Gesell nervös. Er murmelte mehrmals, Maria hat Levinet nicht geholfen. Angeklagter Silvio Gesell, stehen Sie auf. Herr Staatsanwalt Hahn, verlesen Sie bitte die Anklage. Ich klage an, Silvio Gesell, Kaufmann und Privatgelehrter, es unternommen zu haben, die Verfassung des Freistaates Bayern vom 17. März diesen Jahres gewaltsam zu ändern, indem er als Mitglied der hochverräterisch amtierenden Räteregierung, als sogenannter Volksbeauftragter für Finanzen, insbesondere durch ein Telegramm an das Direktorium der Reichsbank in Berlin, den Abbruch der Beziehungen zwischen Bayern und dem Reich in die Wege geleitet hat. Ich wollte lediglich ein eigenes Währungsamt für Bayern einrichten, und zwar für den Fall, dass der Abbruch der Beziehungen zwischen München und Berlin das notwendig gemacht hätte. Am Anfang stand nämlich die durchaus als separatistisch zu begreifende Maßnahme der Reichsbank, die Übersendung von Geld nach München mit dem 11. April einzustellen, was uns recht unbequem hätte werden können, da Bayern nicht über eigene Druckplatten zum Notendruck verfügt. Es bleibt aber ihrerseits unbestritten, dass sie der Reichsbank, einem Verfassungsorgan, gedroht haben, wenn sie nicht auf ihre Experimente eingeht, dann müssten sie selbstständig vorgehen. Mein Telegramm wurde von der Reichsbank bei der Publizierung in der Presse durch Auslassungen manipuliert. Ich wollte nur dazu einladen, das herrschende Währungschaos nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu ordnen. Man hat Ihnen kurz und bündig geantwortet, wir warnen Sie vor Experimenten. Das ist kein sachlicher Einwand.
Woher nehmen Sie das Recht in Anspruch, die Sache besser zu verstehen als die Reichsbank? Die befasst sich gar nicht berufsmäßig mit der alles entscheidenden Währungsfrage. Ja, wollen Sie damit unterstellen, die Reichsbank würde nicht von erfahrenen Bankiers geleitet? Das ist das Problem. Es sind Bankiers, die ein Bankgeschäft betreiben, aber keine Währungspolitik. Sowas kennen Sie nicht. Für Sie ist Geld irrigerweise ein Zahlungsmittel, wie Sie es auch auf die Banknoten draufschreiben, wo es allein ein Tauschmittel sein sollte. Moment mal. Würden Sie uns das etwas näher erklären? Der Bankier betrachtet das Geld etwa so wie der Kaufmann das Metall, das er als Gewicht benutzt. Ach, Sie messen sich die Bewegung zu, etwas besser zu verstehen als die langjährig tätigen Beamten der Reichsbank. Jeder hier im Saal spürt die Folgen dieser Geldpolitik. Die Reichsbank arbeitet seit 1914, seit Kriegsausbruch, ohne auf den Ausgleich zwischen Waren und Geldmenge zu achten. Was können Sie denn alle, meine Herren, noch mit dem anfangen, was Sie da als Papiergeld in Ihrer Brieftasche haben, wofür Sie hart und mit Fleiß gearbeitet haben? Wir müssen endlich aus der chaotischen, preistreibenden Papiergeldwirtschaft heraus. Es wäre wünschenswert, wenn der Angeklagte seinen Werdegang und seine Qualifikation darlegen würde. Nun, ich habe unzählige Schriften zur Problematik des Geld- und Preiswesens verfasst, insbesondere über die Freiwirtschaft. Ich bin international bekannt, was der Grund dafür war, dass die Regierung Hoffmann mich ins Amt berufen hat. Angriffe gegen meine Theorie hat noch niemand gewagt. Sie ist unangetastet. Das Antworttelegramm der Reichsbank, auf das der Herr Staatsanwalt sich bezieht, hat versucht, mich lächerlich zu machen. Aber es konnte mich nicht widerlegen. Sprechen wir nochmals über Ihre Beziehung zur Regierung Hoffmann. Bei Ihrer Festnahme schickten Sie vom Bahnhof München ein Telegramm an diesen. Liegt eine Kopie bei den Beweismitteln vor, Herr Staatsanwalt? Beweismittel 7, Herr Vorsitzender. Und darin stellte ich mich Landtag und Regierung voll und ganz zur Verfügung. Moment, Angeklagter. In den Zeitungen vom 12. April stand, dass Hoffmann für die Finanzen längst den Sozialdemokraten Dr. Haller bestimmt hatte. Diese Nachricht lag mir nicht vor. Gleichwohl, ein Finanzminister muss in erster Linie ein Fachmann sein. Einen Parteimann wie Haller sehe ich nicht als Idealbesetzung für ein so wichtiges Amt. Haben Sie daraus überhaupt ein Gehalt bezogen? Na, keinen Pfennig. Sind Sie sich denn nicht darüber klar geworden, was eine illegale Regierung wie die der Räte verfassungsmäßig bedeutet? Mir ging es allein darum, diesem Land aus der finanziellen Katastrophe herauszuhelfen. Genau das Wie Ihres Handelns ist der Hauptpunkt der Anklage. Der Umstand, Herr Staatsanwalt, dass der Angeklagte unbestrittenermaßen von der Regierung Hoffmann laut Telegramm vom 1. April 1919 als Minister in Aussicht genommen wurde, genauso wie die Tatsache, dass er unmittelbar nach dem Sturz der Räte wieder Kontakt mit der legalen Regierung aufzunehmen versucht hat, deutet darauf, dass er jedenfalls nicht wissentlich oder vorsätzlich an der Vorbereitung eines Verbrechens des Hochverrats teilgenommen hat. Der Freispruch, der abends gegen 21 Uhr erfolgte, war nach diesen Worten des Vorsitzenden abzusehen. Trotzdem musste dieser zweimal nachfragen, während Gesell ihn, wie aus einem bösen Traum erwacht, leicht irritiert anstarrte. Silvio Gesell, haben Sie mich verstanden? Sie sind kostenlos freigesprochen. 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 Ein Zeuge dieser Verhandlung schrieb wenige Tage später: Man spürte, dass man vor einem großen Mann stand, dem mit seinen Ideen die Zukunft gehörte. Wie er ausgesehen hat, können wir fast ein Jahrhundert danach nur ein paar Fotografien entnehmen. Eine von 1896, noch jung, skeptisch blickend, hager, Kopf zur Seite geneigt, noch nicht mit einem vollen Fundamentalistenbart, wie wir das heute nennen würden, also wie bei Marx, Engels oder dem berühmten Sudermann. Oft in nachdenklicher Pose an seinem Schreibtisch in der Schweiz. Einmal leicht zerzaust, in hellem Tropenanzug, auf der Überfahrt nach Argentinien im Deckstuhl. Auch ein idealisierender Holzschnitt in einer seiner Zeitschriften mit stahlharten Augen,
braun? Oder waren sie blau? Dann hat 1921 inmitten einer hundertköpfigen Schar von Anhängern vom Freiwirtschaftsbund, ähnlich auch auf einem vom Fotografen arrangierten Gruppenbild 1926, Gesell in der Mitte als Platzhirsch sofort erkennbar. Oder mit jungen Mädchen mit Bubikopf 1927 in Kassel, auf dem Boden sitzend, Schlapphut, die Hände zufrieden gefaltet, mit der Welt, mit seiner Umgebung sichtlich im Reinen. Ein markanter Charakterkopf mit gut geschnittener Nase. Nach der Episode in München kehrte Gesell nicht mehr in die Schweiz zurück. Der Kanton Neuenburg verweigerte ihm als unerwünschtem Ausländer das Aufenthaltsrecht. Er ließ sich am Rand von Potsdam bei Berlin nieder und setzte dort seine rege publizistische Tätigkeit fort. Privat konnte sich der 60-Jährige mit Kindern aus drei verschiedenen Beziehungen noch später glücklicher Vaterschaft an zwei Töchtern erfreuen, die ihm seine letzte, wesentlich jüngere Lebensgefährtin gebar. Mit seinem Tod 1930 blieb ihm die Nazi-Zeit erspart. Erste erfolgreiche Experimente mit seiner Lehre gab es etwa mit der Einführung des sogenannten Vera-Geldes 1930 in Thüringen als Mittel gegen Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit, genauso wie das Freigeld von Wörgl, Tirol, 1932-1933. Ein großer Triumph post mortem war im November 1933 zweifellos der Vorschlag der Londoner Times, der monetären Krise in den USA durch Dollarnoten mit monatlichen Verfallsmarken zu begegnen, um die Geldzirkulation zu beschleunigen. Das war Gesellsche Zinstheorie par excellence. Der erste Chef der Weltbank, John Maynard Keynes, schrieb 1935 in seinem Standardwerk über Geld, Zins und Beschäftigung: Von Gesell und seiner Lehre von der natürlichen Wirtschaftsordnung kann die Welt mehr lernen als von dem ganzen Marx. Seine monetäre Geldtheorie vom Gleichgewicht zwischen Waren und Geldangebot gehört heute zu den selbstverständlichen Maximen etwa der Europäischen Zentralbank. Die Zahl seiner Anhänger, nicht nur in Deutschland, nimmt nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Experiments deutlich zu. Niemand wird ernstlich noch bestreiten, dass seine Diagnose der Krankheit unseres Wirtschaftssystems nach wie vor zutreffend ist. Aber das Nadelöhr auf dem Weg zu einer möglichen Freiwirtschaft dürfte die Frage sein, wie sie politisch in die Tat umgesetzt werden kann. Heute, nach der Katastrophe der Nazizeit und dem Scheitern des Sozialismus, wird man zumindest in einem Punkt eine Vorhersage treffen dürfen. Eine Diktatur kann kaum das geeignete Mittel zur Durchführung solcher Reformen sein. Dass es aber nötig ist, sich über gangbare Wege für die Zukunft klar zu werden, lehrt ein Blick in die Geschichte. Bis ins 19. Jahrhundert spielte sich die materielle Evolution des Menschen fast stationär ab. Gegenwärtig befinden wir uns in einer Übergangsphase hin zu einer Zukunft, die im Moment wohl noch offen ist, die aber dennoch durch das fast krankhafte exponentielle Wachstum von Geldvermögen und Schulden, von Güterproduktion, Ressourcenverschwendung und Bevölkerungsexplosion in den Entwicklungsländern stark gefährdet wird. Es scheint, als sei genau dieses parasitäre Wachstum der Geld- und Realwirtschaft, wie es sich zwischen Globalisierung und Hang zum Monopolkapitalismus entwickelt, der Tumor im Gesamtorganismus Erde-Mensch, der den Fortbestand des Lebens zu gefährden beginnt. Und Silvio Gesell, als Finanzminister der Sieben Tage in München, eine Fußnote der bayerischen Geschichte im Zusammenhang mit der kurzen und kaum gern erinnerten Episode der Räteherrschaft, in die es ihn eher zufällig verschlug, ihn, der mit dem Sozialismus wenig im Sinn hatte. Und doch für ihn die einmalige Chance, eine Idee zu verwirklichen, nur allein die Sache im Blick. Da sind Fragen, die uns heute, mehr als 80 Jahre danach, immer noch bewegen. Die Lehre von der Freiwirtschaft als Entwurf für eine bessere, konfliktfreie Welt wird vermutlich eine Utopie bleiben. Als Verkünder seiner kritischen Geld- und Zinstheorie gehört Silvio Gesell sicher in die Reihe der großen Visionäre des letzten Jahrhunderts.